Hallo Deutschland, hallo Yahoo, ich bin Rapper, kein Journalist. Aber diese Woche muss ich leider das nachholen, was die sogenannte freie Presse verpasst hat. Leute, wisst ihr noch damals? Es geschah mit Bravour, deutsche Zeitung druckt Moor mit Karikaturen. Alles im Namen der Pressefreiheit, Journalisten lassen sich nicht erpressen, nein, nein. Ob das der Presse nutzt, ob man religiöse Gefühle verletzen muss, lass ich mal unkommentiert. Doch man wollte zeigen, die freie Presse lässt sich nicht rumkommandieren. Okay, jetzt haben wir 2013 und wenn ich jetzt so in die Zeitung reinsehe, frage ich mich, ob das ernst gemeint war. Ich kann diese Sache ja mal gern erweitern. Kennt ihr Bahrain? Bestimmt von der Formel 1. Im großen Preis von Bahrain war Vettel von dabei. Im Übrigen ist Bahrain eine Monarchie. Da ist der König Hamad, der dort den Ton angibt. Und das Volk kämpft gegen seine Unterdrückung. Werden verhaftet und getötet ohne Unterstützung. Außerdem ist König Hamad ein Freund der Saudis. Genau die, die Waffen kriegen von den deutschen Raudis. Und als Hamad sah, sein Thron ist hart am Wackeln, fragte er einfach die Saudis, sein Volk platt zu machen. Sie schießen in die Menge, es ist ein Blutvergießen. Doch das bahrainische Volk lässt sich nicht unterkriegen. Würde all das im Iran geschehen, würden alle Journalisten jetzt gerade stehen, sich die Finger wund tippen. Doch warum hier nicht? Dazu hier ein bisschen Hintergrundwissen. Die Saudis und Bahrain sind Freunde des Westens. Und warum sollte man den Freunde verpetzen? Sie verbindet ein brüderlicher Deal zwischen Ölkonzernen und der Rüstungsindustrie. Und vertrittst du brav die Interessen des Westens, werden wir auch schön die Menschenrechte vergessen. Genau das gleiche geschieht gerade in Syrien, wo sich jegliche Diskussionen erübrigen. Assad ist ein Schwein, nur um das klarzustellen. Doch warum schreiben alle so gut über die Rebellen? Die Rebellen sind ausländische Söldner, Al-Qaida-Kämpfer, keine aufständischen Völker. Wir stützen Al-Qaida? Wer soll das kapieren? Assad wollte halt nicht mit dem Westen kooperieren. Und so wird nur noch einseitig berichtet, was sich klar gegen die Einheimischen richtet. Letzte Woche, warum blieb es verborgen? Ein riesiges Massaker gegen syrische Kurden. 450 Menschen, darunter 120 Kinder, umgebracht von der Al-Qaida. Es waren Zivilisten, es ist so fürchterlich. Und in den Mainstream-Medien hier hört man nichts. Und eure Presse soll frei sein, herzliches Beileid zu eurer Feigheit. Einigkeit und Recht und Freiheit für die deutsche Presse. Bitte. Ja!